Ja, Mette Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal einen Mitschnitt an. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich habe ihn nur durch einen Zufall entdeckt. So alt wird er nicht sein. Also irgendwo bei der zweiten Prinzenära ungefähr. Plus, minus. Ja, und da verteidigt er unseren guten Drachen ein bisschen. Bevor wir starten, ne? Ich hatte heute Probleme mit einem Copyright-Claim auf dem Video. Und YouTube hat einfach die Funktion, dass sie wirklich die Musik quasi. Also vorher war das immer so, du konntest diese Szene stumm schalten und dann war gut. Jetzt kannst du einfach mit so einer YouTube-Funktion einfach das so bearbeiten lassen von YouTube selbst, dass die Musik quasi komplett raus ist, selbst wenn Rainer geredet hat. Ich war komplett hinüber. So. Wunder der Technik, ich war sehr, sehr froh drüber, das wollte ich einfach nur erzählen. Und ja. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal an, wie unser guter Prinz den guten Rainer vehement verteidigt. Trotzdem vor der Kamera und kassiert ein. Sag mal, was ist denn sein Content? Also ich weiß nicht, wer die beiden rechts sind. Keine Ahnung. Ich kenne nur den guten alten Prinzen. Das kann ich dir jetzt so genau gar nicht sagen, aber er ist halt der Natürlich. Drache. Das reicht ja schon, ne? Der ist halt schon der Drache und Ja, genau. Weil denn selbst vehemente Supporter von Rainer, also so Leute wie Prinz, einfach nicht sagen können, was ist Rainers Content. Ich meine, Rainer sagt immer sowas wie, ja, meine Streams, meine Videos, was alles kein Content ist, das wissen wir. Aber selbst, wie gesagt, selbst jemand wie Prinz kann nicht sagen, was Rainer wirklich dafür tut, dafür, dass er so viel Geld bekommt. seine Marke Drachenlord ist 1,6 Millionen wert. Ehrlich, ist er lächerlich. Guck mal, meine Marke Gran Sativa, Zeugen Sativas und mein Poster. Das ist alles patentrechtlich gesichert. Soll ich mich hier hinsetzen und sagen, ey, meine Marke ist auch hier 4,2 Millionen wert? Wie Das kann ich ist. denn auf so eine Spiel? Und wenn du mit mir ein Interview haben willst, musst du 10.000 Euro bezahlen. Wer ist er denn? Wer glaubt er denn, wer er ist? Also, es kann jeder für sich selber entscheiden, wer er ist, würde ich sagen, weil ich entscheide für mich auch selber, wer ich bin oder auch wer nicht. Und das Ja, entscheide ich eben. nicht für andere Personen. Das kann ich nicht für andere Personen entscheiden, wer er ist. Das ist so schwach, ne? Ich meine, wirklich Rainer, wirklich, ne, der hat so ein Selbstbild, ne? Das ist einfach komplett überzogen, ne? Wie der Typ oben rechts auch schon sagt. Diese 10.000, der war mal, ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwann Anfang des Jahres oder so. Da hat er gesagt, jo, Leute, wer mit 10.000 Euro bietet, mit dem mache ich ein Interview. 10.000 für ein Interview. So, what the fuck? So, da hat er schon ganz recht, dass es einfach Sachen sind, woran er sich wirklich maßlos überschätzt. Und dann kommt Prinz angedackelt mit, ja, der kann doch selbst entscheiden, wer er ist. So, das war gar nicht die Frage. Das ist keine legitime Antwort auf die Frage, die er gestellt hat. Finde ich. Oder was er nicht ist. Weißt Das kann ich nicht. Wenn du du? diese ganzen Dinger nicht sehen willst und wenn du mir sagst, Ofenkäse wäre Schmutz, ne, dann. Ofenkäse tut auf seinen Nacken einfach nur Kohle Ey, reinholt, wir mehr auch machen nicht. Reaction-Stream. Ey, Reaction, macht Rainer nicht auch Reaction? Sagt er doch, ich mache Reaction. Wenn er über andere. Erstmal dieses Argument mit Kohle auf Rainers Nacken verdient. Klar, er ist Hauptbestandteil der ganzen Drachenszene, sage ich mal. Aber du kannst doch auch nicht zu einem Sender gehen oder zu einem Radio, zu einer Zeitung, was weiß ich, und sagen, ja, ihr zieht euch nur an Leuten hoch, ja. Ja, ist klar, das ist Berichterstattung so. So funktioniert das. Du kannst ja nicht. Okay, du kannst schon, aber das macht wenig Sinn. Du kannst ja schlecht den ganzen Tag über dich selbst berichten. So. Du kannst ja die ganze Zeit mit der Kamera in der Hand durch die Gegend rennen und Vlogs von dir machen und dann deine Sachen, die du machst, nochmal kommentieren. Das funktioniert ja nicht. Das wäre ja komplett, ja, dann wärst du komplett durch. Deswegen so, ich verstehe diese Argumente nicht so, ja, jetzt zieh ich nur noch eine hoch, bla bla bla. Ja. Aber so funktioniert die Welt. Was soll man denn sagen? Das ist halt dieser Themenbereich halt einfach, ne? Redet, ist das okay. Aber wenn über ihn geredet, ist immer Hate, ist nie Kritik. Der weiß nicht mal den Unterschied zwischen Hater und Kritiker. Der wirft das in einen Topf. Finde aber gut, dass ich will nicht beleidigend wirken, aber ein etwas älterer Herr, das den Begriff Hater sagt. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie surreal an, wenn, sagen wir mal, Personen über 40, 50, würde ich ihn ja schätzen, so
Game-Slang reden, sage ich einfach mal. So dumm ist ja, der. Aber ist auch schwierig. Jetzt sind wir mal ehrlich, ist aber auch schwierig. Es ist nicht schwierig, total so. Einfach. Wenn du nicht doof bist im Kopf, ist das einfach. Dieser Typ ist charakterlicher Schmutz. Nee, wenn du nicht blöd bist, ist es ganz einfach so. Der haut schon Takes raus, muss man sagen. Ich kenne ihn nicht, wie gesagt, keine Ahnung. Kann sein, dass ich mich hier komplett ins Fettnäpfchen setze, weil das irgendein radikaler Typ ist oder so, aber so wie er es argumentiert, ist es schon schlüssig. Normalerweise in Behandlung unter Betreuung. Dieser Typ gehört unter Betreuung, ganz einfach. Pass auf, die mit dem Scheiße machen, die Straftaten machen, das sind alles Assis, die gehören genauso bestraft. Aber ein Ofenkäse tut diesem Mann nichts. Der versucht ihm zu helfen mit Tipps und Ratschlägen. Er zeigt nur auf, was man tut. Ja. Das ist doch auch, das ist gar nicht so wahr. Also das ist ja auch so, dass er die Unwahrheiten erzählt. Da über mich hat er ja auch ein Stream gemacht, wo er Unwahrheiten erzählt. Ist wie er sich schon sowas zusammenstammeln muss. Ne? Er hat wirklich keine Ahnung, wie er Rainer da wem ihn verteidigen soll, aber er muss es natürlich tun. Weil wenn Prinz jetzt sagen würde, jo, du hast recht, so, ne, das, was du sagst, du hast recht, aber ich mag Rainer trotzdem zum Beispiel, ne? So eine neutrale Aussage, die man von einem Freund erwartet, sage ich es einfach mal. Ich glaube, Prinz kennt Rainer lange genug, dass er weiß, jo, wenn ich mich so äußere, dann schmeißt Rainer mich raus, quasi. Und dann fällt Prinz ja auf den Boden. Der klatscht dann komplett auf, ist noch nicht lang genug dabei, um sich eine Fanbase mit ganz vielen Ausrufezeichen aufgebaut zu haben. Ja, wird einfach weg. So. Und was er sagt, dass Ofenkäse nur berichtet, wie gesagt, es gibt Leute im Game, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, die einfach komplett über die Stränge schlagen, wirklich jeden alles komplett runterziehen, was im Game passiert. Und es ist genauso kacke, dass halt das Game auf diese paar Leute beschränkt wird. Außerhalb dieser größeren Drachenlord-Bubble. Bin ich genauso wie er so, wenn Leute wirklich Straftaten begehen. Sprich, Einbruch ist natürlich jetzt ein aktuelleres Thema oder die Einsatzfahrten, bla bla bla. Die sind auf einer Stufe mit Rainer. Vielleicht sogar noch eine Stufe drunter. Wo wir gar nicht drüber zu reden. Aber wie Prinz da ein bisschen ins Wanken kommt, finde ich sehr schön. Also, Ist natürlich immer sehr einfach zu sagen, dass jemand lügt, wenn man es nicht im gleichen Atemzug Beweise bringt, ne? Oder auf Sachen verweist zumindest. Ist das völliger Bullshit, was du da gerade erzählst? Völliger Bullshit. Ey, was ist denn? Ist alles aus dem Zusammenhang geschnitten? Die Hater machen das alles. Nein, er schneidet da was raus, aber du selber. Ich habe selber seine Aussagen gehört, Prinz. Bitte erzähl nicht. Fang mit mir nicht Fitner an, Alter. Ich find's gut, wie dieser Julian W. unten rechts einfach. Aber die beiden, die beefen sich da richtig. Und der, was macht der? Ist der am Kochen? Nee, das ist. Sieht aus, als hätte er so eine große Kühltruhe aufgemacht. Aber irgendwie auch nicht. Ich habe ihn jetzt die letzten Minuten nicht ganz beobachtet. Was macht er da? Warum ist er überhaupt da? Kennt ihn jemand? Ist der eine Bekanntheit auf TikTok? Keine Ahnung. Soll ich nur scheinwerfen, bevor es gleich nicht mehr passt? Ich will dir keinen Tipp da machen, weil brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wie gesagt, Openese ist nur da und erzählt Scheiße. Über mich hat er doch auch Scheiße erzählt. Und das ist doch nachweisbar, dass es Scheiße erzählt ist, was er erzählt hat. Ja, was? Tue ich mich gar nicht beschäftigen mit so einem Typen. Jo, Ofenkäse kannst du nicht als positives Beispiel nehmen, weil der erzählt nur Scheiße. Ja, dann erzähl doch mal ein Beispiel. Ich beschäftige mich mit dem Typen gar nicht. Das sind diese Standardausreden, weil es ist natürlich einfach immer zu sagen, ja, der lügt, so, ne, aber wenn man dann die Nachfrage stellt, jo, wo lügt er denn? Dann kommt 90%, wenn Leute nichts haben, ein, ja, ich beschäftige mich damit doch gar nicht. Aber woher weiß es dann? Ich weiß gar nicht, was hat Ofenkäse denn? Warte, schauen wir mal hier nebenbei nach hier. Hat der überhaupt mal ein Video über Prinz hochgeladen? Ofenkäse, Prinz einfach mal, schauen wir mal. Nee. Das Hotelvideo, da sagt er, sehr weniger verdient, der Drache. Also ich finde jetzt kein Video von Ofenkäse, wo er explizit im Titel Prinz stehen hat. Und ich glaube, so ein Video, also ich schaue nicht alle Videos, aber ich würde schon sagen, ich schaue 90% der Ofenkäse-Videos. Und ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass Prinz überhaupt erwähnt wurde. Na klar, er wurde bestimmt mal gesagt, ja, der streamt gerade mit dem, aber der ist halt auch mir unsympathisch, was weiß ich. Aber ich meine wirklich,
sich mit Prinz beschäftigt, hat sich Ofenkessel, glaube ich, noch nie. Jedenfalls in 90% seiner Videos nicht. Der letzten Zeit. Vielleicht solltest du mich das nicht. Mal. Der soll verbreiten, was er will. Genauso wie dieser Honk. Honk kenne ich. Ich kenne Ofenkäse. Das ist der einzige, den ich mir reinziehe seit Monaten. Weil Ich finde das so surreal, ne? Dass ein älterer Herr, wirklich, ne? Ich würde schätzen, der ist 50 plus, sage ich jetzt einfach mal, einfach im Game ist so. Ihr könnt ja mal. Ich meine, das ist jetzt keine. Keine kräftige Aussage, wenn es bei mir nicht drunter steht, ne? Aber könnt ihr mal drunter schreiben, wenn ihr über 40 seid, ne? Egal, ob ihr über 40 wart, als ihr angefangen habt mit dem Game oder nicht. Oder ob ihr jetzt erst. Ihr wisst doch, was ich meine. Was laber ich hier für eine Scheiße? Wenn ihr über 40 seid, ne? Schreibt mal bitte rein. Ne? Irgendwas. Vielleicht sogar schon, wie lange ihr dabei seid. Und das Allerwichtigste dann noch, wie seid ihr darauf gekommen, ins Game einzusteigen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es eher so ein Ding von so Jugendlichen bis so Ende 20, vielleicht noch Anfang 30-Jährigen, würde ich mal schätzen, dass so ein Internetphänomen Rainer Winkler Platz hat im Leben. Deswegen würde mich sehr, sehr interessieren, wenn es solche Leute gibt hier. Ich glaube, meine Analytics, wir können ja, komm, schauen wir mal, machen wir hier mal keine Reise. Kann ich doch auch bei mir schauen, oder? Was habe ich? Hoppala. YouTube Studio. Analytics, Zielgruppe. Wie alt seid ihr, meine Freunde? Ihr seid. Ja, theoretisch. Alter. Ich zeige euch das einfach mal. Hoppala, Thumbnail, Leak, ups. Damit hätte ich nicht gerechnet. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Hier natürlich hier null. Niemand sagt bei YouTube, dass er unter 18 ist, ne? Die sind alle hier mit drin. Weil man ja dann in die Videos sonst nicht sehen kann und glaube ich auch andere Sachen. Aber hier 35 bis 44 ist hier die Hälfte hiervon. Das ist mein größter Anteil, ne? Und auch 45 bis 54, 16%. Ü 60, 7%. Ü 65, 1,6%. Na klar, das sind keine absoluten Zahlen. Das werden auch einfach so Leute angeben haben, sie sind so alt. Einfach nur aus Jux. Zum Beispiel, wenn dein Kanal Angela Merkel heißt, wirst du bei Alter 50 plus angegeben haben. Ist mir klar. Aber dass das so ausschwankt, ich habe mir das nie genau angeschaut. Krass. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr zu dieser Zielgruppe gehört, einfach mal reinschreiben, würde mich sehr interessieren. Der einfach den besten, sachlichsten, neutralsten Content von allen. Weißt du, zum Beispiel so ein Klonter, das ist für mich ein TikTok-sportlichen Pisser. Ja, den mag ich auch nicht, weil er ein Hetzer ist. Ja, das differenziere ich schon. Aber Ofenkäse. Ja, im Endeffekt hätte ich alle so ein bisschen. Wie gesagt, ich finde auch Ofenkäse wirklich im Game. Zurzeit mache ich mit weitem Abstand, die besten Videos. Da kann man nichts gegen sagen. Was er an Sachlichkeit und Informationen in so kurzen Videos verpackt, ist wirklich krass. Auch wenn er nur alle paar Tage was hochlädt, ist ja scheißegal. Da würde ich mitgehen. Also, wenn ich mir einen Kanal aussuchen müsste, den ich nur noch gucke in Sachen Drachengame, ist es auf jeden Fall Ofenkäse. In 10 von 10 Fällen. Das Klonter hetzt, das finde ich jetzt nicht. Ich finde, er kriegt zurzeit sehr, sehr viel Hate ab. Aber ja, dass er ein Hetzer ist, würde ich jetzt nicht sagen. Hetzer, Freunde. Ich? Denkst du, ich bin ein Hetzer gegen. Der ist mir normalerweise scheißegal, nur dass ich zufällig. Ja, so scheißegal, so scheißegal ist er denn. Jetzt müssen wir nicht widersprechen. Ihr beiden kannte sich, er hat mir das gesagt und ich wollte einfach mal mit dir reden. Ich meine, am Anfang hast du noch gesagt. Jo, dieser Julian, Digga. Er ist da einfach. Hat sich anscheinend gerade was essen gemacht. Ich hab schon wieder ganz vergessen, dass er da war. Ne? Ich habe kurz runtergeschaut, weil er angefangen zu essen. Und Digga, er ist einfach da. Die beiden streiten sich, er macht Abwasch, macht sich was zu essen, ist da und chillt einfach. Und ist einfach dabei. Er ist einfach dabei. Ich glaube, wir müssen wieder auf den achten. Ich glaube, der ist auch Comedy Gold in dem Video. Freund, dann hast du das relativiert, weil er genau weiß. Das ist ein Bekannter, ja. Du willst nur abgreifen über ihn, da bin ich mir sicher. Glaube ich nicht. Lassen von mir. Weil meine, den Müll, dass man hier abgreifen kann, den will man nicht haben. Junge, dich will man doch ja, hier auch denn, nicht Junge, haben. Ist doch so. Wie genauso wie Drachenlord will man dich auch nicht haben im Internet. Ja, aber mich.
Es tut mir wirklich leid, aber er frisst einfach einen Heißdinger. Es ist ihm so egal. Da gönnt sich einfach Entertainment aus der ersten Reihe. War leider nicht los. Ey, ich habe da Kann nicht kein Problem. arbeiten. Ich habe da kein Problem. Ne? Glaub mir, Der bei ist mir. gar Der genießt das richtig, Junge. Ich weiß nicht, ich bin das so sympathisch. Er genießt das richtig so. Er beißt in Eis, grinst sich einen ab, während die anderen beiden sich da an die Gurgel gehen. Ich bin Ja, ich auch nicht. nicht der Drache oder sonst was. Bei mir grätsche an jemanden, ich lach dich richtig aus. Also, Nein. Sativa, Bruder. Weißt du, es Du gibt kannst kein mich auch. Sativa außer Sativa und der Prophet Reff ist der letzte Gesandte Sativas, mein Bruder. Ja, mein Bruder, ich bin auch nicht dein Bruder, du könntest mein Vater sein. Ey, Julian, ich gehe mal raus, der ist mir einfach zu doof, ey. Genau. Jo, Julia, bester Mann, jo, die erste Interaktion, seit das Video anfängt, einfach dieses Peace-Zeichen. Sonst war er einfach nicht da. Alles gut. Am Ende, weil sie keine Eier haben, du auch. So ein Dummschwätzer, Leute. Oh, das hier, Julian, bitte, ne? Ja, einfach so surreal. Erst die beiden, die zicken sich da richtig an und er läuft durch die Wohnung, macht, glaube ich, Abwasch oder irgendwas zur Kühltruhe, holt sich ein Eis, stellt sich dahin, beißt genüsslich ein Eis, grinst durch ein bisschen und sagt dann Ciao zum Prinzen. Oder? Was mal ganz ehrlich, ist ja wirklich ein Duschschwätzer, oder? Ofenkäse ins Glas. So, jetzt mal, das ist jetzt sein Chat, ne? Ofenkäse ins Glas. Beim Prinz sitzt Arbeitspulli wieder ganz schön eng heute. Ey, Milli, du bist doch ein Hater, oder? Zeuge braucht eine Therapie. Aus. Also ich gehe jetzt auch offline, Leute, weil ich kriege jetzt noch Besuch. Und also das ist so ein Dummschwätzer. Also das ist auch so einer, der was abgreifen will. Er kann ja euch ab, der kann euch abgreifen. Geht alle rüber, folgt ihm. Und dann läuft das dann bei ihm mit. Einwandfrei. Normal war der nicht, der war gar nichts normal. Der Sativa, der sitzt die ganze Sache und raucht irgendwelche Joints bestimmt, der Sativa. Ja, unnormaler Typ, ohne Witz. So, ich bin raus, Leute. Ich werde mich morgen wieder melden. Schön, dass ihr da wart. Ich küsse eure Herzen. Seid lieb. Du. Mach's gut. Du, warum? Gute Nacht. Ja, gute Nacht machen wir natürlich nicht, aber bald. Matsuti. Tutti frutti. Zirkus hat die Prügel ausgeschmissen bekommen. Ach, das scheißige Julian, Digga, du hast mich so gekillt, ne? Da hier, schaut's euch an. Unten rechts. Da, der macht da irgendwas. Die beiden schreien sich schon so halb an. Der guckt, okay. So. Macht er wieder irgendwas. Guckt kurz in den Chat. Guckt nach unten, ist gar nicht mehr dabei. Jetzt läuft er los. Der Hunger kickt rein. Mit Leute beim Schein zuzuhören, ist immer auch dann echt hungrig. Ja, komm mal mein Eis hier. Gehen wir wieder zurück. Setzen uns hin und genießen. Na gut. Ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der es witzig findet. Ich weiß, brauche ich noch nicht in die Kommentare zu schreiben. Schreibt aber gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr findet, dass Prinz sein Bro Rainer gut vertreten hat in diesem Stream. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in den Kommentaren. Schreibt was Süßes rein. Dann sehen wir uns. Haut rein.